Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Minecraft Novus Logging in. So, mal gucken. Ich habe mir angeguckt, wie ich zum Beispiel das hier automatisieren kann. Und zwar brauche ich dafür einfach einen Hopper, den ich da dran klatsche. Ich würde sagen, dass ich einfach mal den hier nehme, da das Ganze jetzt ja fertig ist. Zack. Dann, achso, unten drunter brauchen wir keinen, weil sich diese Items anscheinend stacken lassen. Und ich mache einfach mal... Oh, geht doch nicht. Muss ich an die Seite packen anscheinend. Ich mache einfach mal ein bisschen. Ich hoffe mal, welche Seite ist hier egal. Ja, das klappt. Gut, Energie hat es auch. Und dann müsste das hier immer mehr werden. Genau. Und da kommt auch ein neues rein. Perfekt. Das gleiche machen wir gleich, wenn das dann alles fertig ist mit dem Silikongedöns. Und und machen das außerdem eben, und craften dann eben das, was wir da brauchen. So, hier ist also die Decke zu hoch. Das ist nicht gut. Und ja, ich weiß, dass euch das nervt. Aber ich muss jetzt hier nochmal kurz aufräumen. Ich mach mal kurz das an. Zack. Ich platziere jetzt einfach einen Block drüber. Das dürfte ja kein Problem sein. Und außerdem werde ich mir eben eine Axt holen. Da ist nur die Frage, ob ich eine Axt habe, denn ich glaube nicht. Aber ich nehme mal das hier und Saphir und kann mir eine Axt craften. Ich habe eh irgendwo eine, aber ist mir jetzt egal. So. Dann gucken wir mal. Alles weg. Das Gute ist, dass hier keine Setzlinge drumherum spawnen können. Achso, wenn ich das richtig mitbekommen habe, dann klappt das eh nicht mehr. Das heißt, Setzlinge, die auf Gras fallen oder auf Erde oder sonst was, die werden nicht gesetzt. Das ist einfach eine Config-Einstellung wahrscheinlich. So, was das? Hier noch irgendwas? Danach platzieren wir einen Block. Und zwar einfach erstmal sowas hier. Ja. Was haben wir gesagt? 7 Blöcke, glaube ich. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Und da drüber eben den Block. Ich glaube, dass das passen sollte. Und ja, ich werde das Ganze später auf jeden Fall noch nach oben verlegen, weil das halt schon sehr tief ist. Aber vielleicht auch nicht. Vielleicht könnte man hier drüber noch irgendwas machen. Mal schauen. Habe ich noch Bone Meal? Das wird wahrscheinlich nicht reichen. Aber ich probiere es aus. Nö. Ich habe zwar noch Knochen. Aber ich lasse es erstmal so. Ist ja nicht schlimm. Oh, hier wurde aber einiges gefällt auch. Immerhin. So, okay, weiter geht's. Vielleicht ist das hier oben schon fertig. Ja, so halb. Ich mache einfach ein bisschen was davon. Und gucke dann später, wie viel ich brauche. Hier Silikon. Das kommt danach da rein. Genau, dann können wir uns schon mal... Achso, die haben wir schon. Die Silikonpresse. Und dann können wir uns schon mal angucken, was wir noch so brauchen. Hier. Genau, da hat in der letzten Folge mein Handy angefangen zu klingeln. Wir machen auf jeden Fall erstmal ganz viele von denen hier. Denn egal, wie groß unsere Chips werden sollen, diese Komponente brauchen wir immer. Ja, das heißt ganz viel Logic Processors, Redstone und Cetus Quarz. Ja, Cetus Quarz haben wir nicht so viel. Wir brauchen kein Charge-Zeugus-Quarz. Wenn wir das brauchen, demnächst nochmal, dann mache ich mir einen Charger. Das haben auch ganz viele in die Kommentare geschrieben. Aber erstmal ja nicht. So, das, Redstone. Und dann eben diese Dinger hier. Ist fertig? Fast. Dann müssen wir das hier gleich austauschen. Ja, passt schon. Obwohl, ich würde gern
richtige Anzahl machen. Was haben wir denn? Drei. Einen noch. Ein Gold noch. Zack. Kommt hier rein. Denn dann lässt sich diese Zahl hier durch 3 teilen. Und wir brauchen ja für eine Komponente 3. Nein, stimmt gar nicht. Ja. Doch, wir brauchen für eine höhere Komponente 3 von diesen kleineren. Wird zwar wahrscheinlich doch nicht klappen, aber egal. So, nehmen wir jetzt ein Gold. Und das kommt da rein. Und danach tauschen wir das aus. Wieder weg. Machen dann hier auch eine 42 draus, beziehungsweise jetzt eine 41, weil wir schon ein Silikon da drin haben. Oder Silizium. Und dann das hier und das raus. Gut. Dann muss das noch durchlaufen. Wenn wir das dann haben, muss hier nochmal doch eine dritte Presse rein, oder? Mal schauen. Ich glaube aber schon. Scriber. Achso, nee. Okay, da ist die Frage, wie automatisieren wir das hier, ne? Ich weiß nämlich nicht, wie ich was nach hier oben packen soll. Das ist doof. Ja gut, vielleicht kommt das auf die verschiedenen Seiten hier an. Müsste ich ausprobieren. Naja. So. Was mache ich in der Zeit? Man weiß es nicht. Ich könnte eigentlich schon mal hier so ein bisschen was nach unten verlagern. Beziehungsweise auch hier ein bisschen planen. Wobei ich wahrscheinlich schon vorher ein bisschen hätte planen sollen. Denn ich habe jetzt eben hier schon recht viel von dem... Oh, Mist. Von dem Zeug platziert. Ich habe hier falsche Blöcke. Naja, muss ich auch ausbessern. Egal, das kommt erstmal weg. Und wird ausgetauscht durch Basalt. Und ja, der Plan war ja, eben hier hinten so eine Erhöhung zu haben. Und dann vielleicht hier in der Ecke die ganzen Maschinen. Also auch die Energie und alles. Und das ME-System dann auch irgendwo da. Außerdem würde ich gerne mal gucken... Können wir so Mini-Slabs machen? Wie heißt denn diese Mod nochmal? Weiß ich nicht. Nee, keine Ahnung. Es gibt ja diese... Ach doch, Microblocks, ne? Micro. Ah ja. Genau, Panel. Okay. Panel. Für was gibt's das denn? Nur für dieses Tungsten irgendwas? Müsste es ja eigentlich für alles geben. Machen wir mal das hier. Micro. Diamond Saw. Ja doch. Ich weiß nicht. Sowas braucht man ja. Aber ich kann mir vorstellen, dass es mit jedem Block geht. Müsste ich einfach mal ausprobieren. Aber das werde ich alles später machen. Eilt ja nicht. So. Hier überall Basalt. Und dann können wir... Oh, hallo. Das war böse. Ja. Ja, ich muss dieses Programm verändern, Mann. Mache ich auch gleich einfach. In der nächsten Folge. Vielleicht, nein, nicht neu schreiben. Aber ein bisschen verändern. Dass da eben einfach auf den Block gecheckt wird. Nicht einfach so lange es geht nach oben bauen, sondern solange über der Turtle eben ein Baumstamm ist. Dann sollte das Ganze ja passen. Ich platziere mal ein paar Fackeln. Provisorisch. Nicht, dass hier Mobs spawnen. Und dann gehe ich nach hier. Und das ist noch nicht fertig, aber fast. Kann mir vielleicht schon mal ein paar Hopper machen. Wobei ich mir halt nicht sicher bin. Das wird eh nicht funktionieren. Gut wäre natürlich, wenn ich diese Items hier stacken könnte, aber eben das geht nicht. Und was das hier ist, weiß ich auch nicht. So. Kurz schlafen gehen. Was essen?
Dann ist das Ganze fertig. Nom, 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 nom. So. Gut. Okay, dann einmal das. Geht nicht. Achso, das muss erstmal raus. Nee, hallo? Hab keinen Platz mehr. Weg damit. Ja, eben nur eins. Und hier Redstone rein, ne? Genau. So, dann, ach so, vielleicht geht aber das hier. Ja, das geht. Okay, perfekt. Dann sortiert sich das automatisch. Das ist nice. Ja. Nein, tut's nicht. Mist. Wir könnten vielleicht... Ah nee, das geht ja auch nicht. So, geht das jetzt oben rein? Nee. Also, das unten? Hä? Hat doch eben funktioniert, oder? Dachte ich. Moment. Eins und eins. So und so. Das ist doch eben rausgegangen. Nö. Verstehe ich nicht. Ja, blöd. Da müsste ich nochmal im Singleplayer gucken, glaube ich. Und das mache ich auch genau jetzt, denn ansonsten dauert es viel zu lange. Bis gleich. Und weiter geht's. Ich gehe kurz schlafen. Habe nicht genau herausgefunden, wie das geht. Ich glaube auch, es geht nicht wirklich, außer man hat schon so ein Autocrafting-System von eben Applied Energistics. Aber das habe ich nicht. Und auf die Schnelle, ja, wird das auch nichts. Deswegen werde ich jetzt etwas recht Aufwendiges machen. Naja, was heißt aufwendig? Auf jeden Fall recht dumm und umständlich. Aber ich habe momentan keine Ahnung, wie es anders geht. Auf jeden Fall können wir von oben, was wir auch eben schon gemacht haben, zack, die gelben Dinger da reinfüllen. Wo habe ich die jetzt? Hier? Ja. Zack, das funktioniert. Außerdem eben von der Seite Redstone. Aber ich habe keine Ahnung, wie man was nach unten legen soll. Und ja, habe ich nicht geschafft. Deswegen machen wir Folgendes. Wir nehmen eine Wooden Pipe, die wir bestimmt noch haben. Bestimmt noch haben, bestimmt noch haben. Haben wir ja schon mal gecraftet. Fluid Pipe. Transport Pipe. Hallo? Wooden Pipe. Ach nee, kann sein, dass ich doch keine habe. Denn... Ah doch. Oh, hä? Wann habe ich die denn rausgeholt? Wahrscheinlich irgendwann. Ja, jetzt gedacht, irgendwann. Einfach eben als ich... Nee, egal. Ich habe keine Ahnung. So, da kommt jetzt eine Kiste dran, die wir uns craften. Mit dem Holz, das wir haben. So. Das Problem ist jetzt aber, diese Kiste oder diese Pipe saugt zu schnell Items hier raus. Deswegen nehmen wir eine Turtle und schreiben ein kleines Programm, das eben von hier nach und nach Sachen in die Kiste legt. Also, keine Ahnung, das ist umständlich des Todes. Aber wie gesagt, ich habe keine Ahnung, wie sonst. Wo haben wir denn unsere Redstone Engine? Hallo, Slack. Engine. 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 Aha, hier nicht. Hier auch nicht. Aber ich habe eine Redstone Engine. Habe ich hier da gelassen? Da hinten? Bei der Quarry? Das kann sein, würde mich aber wundern. Aber naja, ich müsste sie ja hier sehen, wenn ich eine hätte. Und dann anscheinend habe ich keine. Wie ist das denn? Redstone. Hier. Engine.
Komisch. Na gut. Holz, Wood Gears, Pisten, Glas. Und ich muss kurz ein paar Sachen wegtun. Nee, zurückzulaufen wäre dumm. So, erstmal ein paar Sachen weg. Zellus Quarz brauche ich ja. Bup, bup, bup. Teleporter. Was nehme ich da? Ich habe so viele Sachen, die ich aber nicht brauche, aber trotzdem die ganze Zeit im Inventar habe. Na gut. Einen Piston. Wo habe ich denn Cobblestone? Hier. Dann Holz. Mache ich jetzt alles zu Holz. Habe ich hier unten wieder genug. Dann Redstone und Eisen. Dann eben die Wood Gears, die kann ich auch direkt machen. Zack, 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 zack. Okay, das sind viel zu viel. Aber egal. Glas habe ich auch noch. Und Pisten. So, so. Cobblestone. Und fertig. Dann kommt das noch da. Oder auch so, glaube ich. Aber erstmal die... Ah, nee, habe ich gerade gemacht. Okay. So, wo ist das Glas? Pisten und Holz. Dankeschön. Dann einen Schalter. Habe ich auch noch irgendwo, aber egal. Das Ganze kommt dann hier dran. Nein, hier dran. Nein, du gehst bitte nach links. Ich platziere die einfach nicht dort. Sondern über die Turtle. So, dann passt's. Hier das Ding. Okay, das läuft. Und dann sagen wir Edit Dumm. While true do turtle punkt drop 1 oder auch nur drop. Ist eigentlich egal, glaube ich. Dann sagen wir sleep 5 Sekunden und end. So, dumm. Ist das richtig rum? Wahrscheinlich nicht, ne? Nope. Dann brauchen wir mal die Wrench, die wir irgendwo haben. Vielleicht aber auch nicht. Hier. Okay. Schnell wieder weg. Okay. Klappt? Klappt das hier denn? Ja. Scheint. Hm? Ja, doch. Okay. Es will da nicht rein. Doch, aber es war zu schnell anscheinend. Dann machen wir nochmal Terminate. Und sagen, Edit Dumm. Und erstmal 10 Sekunden. Passt ja. So. Dumm. Gut. Es ist halt echt einfach. Aber na gut, dann haben wir gleich die ganzen Prozessoren hier. Hoffentlich. Das hier läuft, das hier läuft. Hier fallen immer noch Sachen raus, aber... Ist das vielleicht... Nee, 1, 2, 3... Nee, das sind vielleicht ein bisschen mehr als 5. Aber auf gar keinen Fall mehr als 10. Hä? Habe ich jetzt 10 eingegeben? Da fällt immer wieder was raus. Warum? So. Zack. Und das fällt raus. Ist einfach noch zu schnell. Na gut. Sleep 15. So. Jetzt aber bitte. Kommt das wieder? Nein, ich möchte was reinplatzieren. Dankeschön. Und dann hat das jetzt mal zu funktionieren, ey. Hat schon lange genug gedauert. So, und jetzt kommt erst irgendwann was rein. Okay. Das funktioniert jetzt. Bestimmt. Ach, Mann. Na gut, dann haben wir das gleich fertig. Und dann können wir die Chips machen. Wahrscheinlich noch nicht, aber wir werden sehen. Add. Applied.
Logistics. So, das hier. Wir brauchen Redstone, wir brauchen Quarzglas und Eisen. Okay, dafür brauchen wir Nether Quartz Dust oder Zirrus Quartz Dust und Glas. Das bedeutet, ich sollte ein bisschen Glas schon mal machen. Und was haben wir denn? Ah ne, Glas habe ich. Ja, jetzt ist die Frage, machen wir hieraus lieber Pulver oder nicht? Oder gehen wir Quarz farmen? Denn ich habe nicht sehr viel Zertus-Quarz. Ich muss einfach mal alles suchen, was ich so habe hier. Zertus. Ups. Okay, ich habe auf jeden Fall nicht viel. Nur das hier. Aber na gut. Ja, ein bisschen was davon muss ich auf jeden Fall mal pulverisieren. Ich packe hier mal 12 rein. Oh, man kommt echt nicht viel raus. Applied Energistics. Und da. 4 aus 5 mal Quarz. Oh Mann. Na gut, ansonsten müssen wir das Farm gehen. Ja, in der nächsten Folge werde ich, glaube ich, erstmal das Programm hier umschreiben und dann eben damit weitermachen. Vielleicht gucken wir auch einfach bei irgendwelchen anderen Leuten und holen Stark Quarz. Weil die haben eh genug. Bestimmt. Also mal schauen. Das war's dann erstmal mit dieser Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Dann würde ich mich über eine Bewertung freuen und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann.